9. 7, 4, 9. Eieiei. Das haben wir ganz schön im Rückstand. Das ist nicht gut. Oh, hallo. Hallo, Jodos. Auch mal wieder da. Schön, schön. Ja, wir müssen mal eben ihre Bällen weghauen. Ich hasse es. Sorianische. Wie sieht denn das aus? Soran, okay. Da ist nur eins, da können Sie gerne hinlaufen. Warten wir mal noch. Das hier sind ja keine, oder? Nee. Ja. Aber ist auch nicht viel eigentlich. Es geht. Ja. Oh, sehr schön. Sie sind weg. Jetzt machen die für mich die Rebellen weg. Das ist zu nett. Georgien hat mich zum Rival. Achso, ich habe die, glaube ich, schon, oder? Nee, habe ich noch nicht. Jetzt aber Zeit. Sorry. Voll verschluckt. Oh, 92%. Ach, stimmt. Das wollte ich auch mal abreißen. Das bringt da irgendwie nichts. Jetzt spare ich mir lieber. Geldreform. Habe ich so viel Inflation? Nee. Ist wahrscheinlich weniger. Machen wir lieber so rum. Gehst wieder da hoch. Wir müssen noch ein paar Bayasid und Wan. Die zwei. Okay, dann gehe ich mal dahin. Was sind das für welche? Armenische. Ah, die gehen dann hier überall hin wahrscheinlich. Oh, die haben die Renaissance entwickelt. Das ist ungünstig. War ja klar, oder? Dass die genau daneben reinfallen. Oh, der ist gut. Dass die genau daneben reinkommen. Was ist denn das für eine? Dreier. Adan und Armenien. Ich glaube, ich gehe erstmal jetzt auf Legalismus mit dem. So, wo haben wir noch was? Ultu. Iltis. Ultu und Iltis. Ah.
so. Ja, aber man weiß ja nie. Sicher ist sicher. So, dann kann man die mal annektieren hier. So, können wir hier mal die Beziehung verbessern. Hast du schon Kernprovinzen draus gemacht? Ja. Man könnte noch Kurdisch akzeptieren. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Weil hier ist auch ein bisschen Kurdisch. Hier hinten ist alles armenisch. Okay. Oh. Ich hätte vielleicht auf das warten sollen. Obwohl, den hier oben möchte ich eigentlich nicht so schnell annektieren. Ne, es passt schon. Georgien. Die Schweine. Obwohl, brauche ich eigentlich gar nicht, wenn ich die dann annektiere. Obwohl, na komm. Egal. Wieso? Haben die jetzt schon wieder verloren? Doch auf 200 vor uns. Ach nee, Quatsch. So, was machen wir da als nächstes? Georgien, oder? Und nochmal Karakunio. Georgien wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Oh, da bist du fertig. Ah, das ist teuer. $2,72. Ach, weil die Autonomie noch so hoch ist. Mach da mal den Erlass. Zentralisierungsbedingungen. Ich hoffe, das bringt was. Ich habe den noch nie so wirklich benutzt. Ist echt nicht viel. Mal wieder gegen Ungarn. Wie geht's dir so? Brandenburg und Karaman, okay. Tscherkessien verbündet. Da könnte man die Krim mit einladen. Ja, gut. Apropos, habe ich eigentlich so. Gibt's hier eigentlich sowas? Nee. Keine einzige. Schade. So, ziehen wir die mal eben ab. Schaut's denn aus? Krieg erklären. Ach, die kommen trotzdem mit. Ich dachte, wenn die Krieg machen, dann wollen sie vielleicht nicht. Oder machen nicht. Weiß ich, wenn sie selber im Krieg sind. Aber dem ist wohl nicht so. Jetzt wird es langsam billiger. Die haben Bündnis gemacht jetzt.
Die werden nicht mit reinkommen jetzt, oder? Weil die haben ja der Walachei den Krieg erklärt. Ach nee, die Unabhängigkeit garantiert. Okay. Meritien. Oh, eine Union. Du würdest nicht mein Vasall werden. In Meritien auch nicht unbedingt. Kann man Beziehung verbessern? So, die Mamelucken haben wir auch hier mal ein bisschen annektiert, wie es scheint. Hedjas und Medina. Schaut es mit Friedensvertrag aus? Waffenstillstand. 84. Ist noch ein bisschen. Oh! Krim hat Georgien den Krieg erklärt. Polen hat Böhmen den Krieg erklärt. Ah, ja, 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 ja. Was wollen denn die von denen? Ach, das da. Bin ich doch dabei? Komm ich nicht hin. Verdammt! Mann, haben die viele Festungen in Georgien. Na, eigentlich wollte ich ja Georgien vassalisieren. Und nicht. Machen. Gebiete haben. Könnte ich wieder die nächste Stufe machen? Bin ich dann sogar vor den Osmanen? Das geht jetzt nicht mal weiter, oder? Doch. Ah, mein Vasall belagert mit für mich. Sehr schön. Verliere ich Männer? Ja, leider. Oh, brauchen wir 6. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, komm ich nicht hin. Lässt du mich durch? Nee. Mit die Gebiete markieren oder? Schade. Mann, das. Wieso? Wieso haut er da so das Ding durch? Hallo? Ist jetzt ein bisschen blöd, wenn er da belagert. Ja, verdammt. Ich glaube, diese eine Bergfestung kann ich mal behalten. So kommt er da jetzt durch.
Der Osmane zum Helfen? Ist der auch mit im Krieg? Tatsächlich. Oh, da muss ich das auf jeden Fall holen, bevor der das kriegt. So. Oh, geil. Der Osmane macht für mich die Rebellen. Ich brauche noch einen Anführer. Oh, sehr geil. Genau das, was ich brauche. Berufen Emeritien. Willst du mein Vasall werden? Nee, eher nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Bin mal gespannt, wie schnell die Frieden schließen. Wie schaut es mit der Kriegsbeteiligung aus? Ich habe 58, sehr schön. Das ist nur ein Co-Kriegsziel. Das ist sehr gut. Plündern gehen. Ja, die wollen die nicht rausnehmen, ne? Wie scheint. Gott ist gut. Ja. Was hatte ich nochmal für einen? Aha. Wenn ich nicht weiter annektieren wegen dem blöden Rebellen da. Ach nö. Ich habe nichts bekommen. Die muss ich doch verarschen. Danke für nix. Na toll. Ganze Arbeit für umsonst. Ja, hätte ich auch gedacht, aber was willst du machen? Kann das auch weitergehen. Da muss ich wohl doch erst gegen Karakunyo gehen. Oh, sehr schön. Oh, hier geht's mal vorwärts. Perfekt. Eine Zeit. Oh, da waren auch Dingens drin. Das ist nicht gut. Oh, hier oben geht's schnell. Da warte ich doch noch, oder? Ja. Ich glaube, es dauert zu lang, bis ich da warte. Khorasan ist groß geworden.